Willkommen zurück bei Thief 3. Wir sind nach der letzten Mission wieder in Garretts Haus angekommen. Können uns noch mal kurz hier umschauen, aber eigentlich kennen wir das ja schon. Warte mal, wir haben ein zweites Schloss bekommen. Genau, das haben wir gekauft. Gucken wir uns das mal eben an. Okay, das hat einen Ring mehr. Ist das der Trick von dem Schloss? Boah, ich bin gut. Der hat nur drei hier, ne? Hab ich was bekommen gerade? Ich glaube, ich habe irgendwas bekommen, oder? Hör mal auf. Hör mal auf zu knacken. Bekommt man ein Item, wenn man das schafft? Das wäre cool. Ich habe leider gar nicht mitbekommen, was es war. Gut. Weiß nicht. Haben wir was bekommen? Auf jeden Fall haben wir das Schloss geknackt. Also nach den Schwierigkeitsgraden werden einfach nur die Ringe ein bisschen mehr. Es dauert dann länger. Na gut. Da kommen wir mit klar. Der Rest hier hat sich nicht verändert offensichtlich. Wir haben immer noch dieselben Sachen. Gut, dann. Dann hauen wir doch mal ab. Gucken, ob unser Freund wieder da ist. Tatsache! Da läuft er rum. Mal gucken, ob wir wieder was anderes klauen können. Hab ich nicht gerade noch Schatten? Ah, hier. Na? Da geht er wieder. Das müssten wir aufkriegen, bis er wieder kommt. Und da ist es auf. Haben wir neue Sachen hier drin? Was bist du? Oh ja. Wir haben neue Sachen hier drin. Das heißt, wir müssen uns die Räume tatsächlich nochmal anschauen. So, die Vase nehme ich natürlich nicht mit. Moin! Was geht? Just keep moving, Taffer. Ja, mach ich. Bin schon weg. Hab nix gemacht. Wie immer. Ich bin ein... die Tür gehört? Ich bin ein freundlicher Geselle. Ich klaue doch nichts. Was denkst du denn von mir? Hallo. Tschüss. Hä? Ah, da. Nicht, dass er sich wegen der offenen Tür beschwert. Hell's bells. There you are. Das kriege ich ja sogar mit, wenn ich hinter ihm da reingehe. Schwein. Na gut, dann lassen wir ihn nochmal wieder zurücklaufen. Ah, ich bin so ungeduldig. Ich will wieder klauen. Ich will wieder Sachen in meine Finger schlagen. Was? Meinst du mich? Also bitte, ich bin noch kein Taffer. Ich bin voll der nette Mann. Guck mal, ich lehne mich hier sogar an die Wand. Geht das überhaupt gar nicht hier? Doch. Hells bells. Hä? I see you there. Warum? Hä, wie kriegt er das denn mit? Der ist doch voll weit weg schon. Das ist aber jetzt ein bisschen gemein.
Also bitte. Schön. How can I relax with taffers like that around? What the bloody? Look what I found. Okay, ich kann da nicht reingehen, alles klar. Ich weiß hier Bescheid. Das geht einfach gar nicht. Warum kann ich denn da nicht mehr rein in die Räume? How can I relax with taffers like that around? Kann ich vielleicht in das hier noch rein? Vielleicht, weil was schon geklaut wurde letzte Mal, dass der dann ein bisschen vorsichtiger wird, der gute Mann. Kann natürlich sein, ne? Hier natürlich muss ich warten, dass er in die andere Richtung geht. Und ich konnte, glaube ich, immer zwei Ringe knacken. Mehr nicht. So, ich speichere hier mal ein bisschen günstiger. Abbrechen, denn er dreht sich sofort um. Da ist er. Aber in der nächsten Runde. Ja, ich move wohl. Ich gehe da gleich rein. Das ist mein Movement, den ich mache. Und dann klaue ich alles, was da drin ist. Ruhig. Ist ihm das nicht ein bisschen langweilig, hier immer rauf und runter zu laufen? Das wäre mir ja ein bisschen zu eintönig. Und... Nee. Okay, keine Chance. Keine Chance. Diese Dinger sind einbruchsicher. K.O. schlagen will ich ihn irgendwie nicht, weil wir hier immer wieder hinkommen. Boah, ist das doof. Ich will die Sachen klauen, die da drin sind. Ob wir unseren Vermieter umbringen können, gefahrlos? Super, gehen wir raus. Wir müssen, glaube ich, einmal nur noch ganz unten. Wir können beim Brunnen vorbeischauen. Weil ich noch nicht ganz genau weiß, wo denn der Tunneleingang ist. Das könnte natürlich der Brunnen sein. Der wäre da. Das heißt, wir müssen geradeaus runter über die Brücke und dann links. Aha. Hä, spawnen hier überall neue Sachen? Ich will aber eigentlich nicht, ich will nicht die Stadt nach Mali suchen. Das ist jetzt nicht so mein Plan. Komme ich denn hier hin? Hä, warum kann ich aus meinem Haus raus nach links gehen? Das ist doch völliger Unsinn. Okay, irgendwie ist der Plan auch sehr komisch. So, schauen wir uns mal eben den Brunnen an. Oh ja. Ich glaube, hier geht's sogar rein. Us, him best, the trickster. Sometimes the guilt sweet, sometimes the bear. But to them that carries a hammer, he best them roaming death, unknown. The keepers want me to steal an object from the pagans called the Jackknoll's paw. It's a mummified hand. Charming. But then what should I expect from a strange cult of unpredictable primitives who worship the ancient trickster god? No one's heard much about the pagans lately, but Artemis gave me a tip about this South Quarter neighborhood, and I've heard rumors of break-ins and howling in the night. This tunnel is going the right way. I can smell it. Vegetation and rot. Stealing from the pagans is never easy or smart. They and their creatures don't have any love for me. When I'm done, the keepers better come through on their part of the bargain. I don't like risking my neck for nothing.
Severed hands don't pay rent. So, ich hätte gern wieder eine Webcam. Da ist sie. Aufgaben. Stehlen Sie den Heiden Jacknalls Tatze. Wenn Sie alles erledigt haben, ziehen Sie sich durch die Tunnel der Heiden zurück. Das klingt ja einfach. Hinweis. Eine Karte der Tunnel der Territoriums der Heiden wäre durchaus hilfreich. Das ist ein toller Hinweis. Info. Die Hüter wollen, dass ich den Heiden ein Artefakt stehle. Jacknalls Tatze. Eine mumifizierte Hand. Reizend. Andererseits, was kann man von einer Horde unberechenbarer Wilder, die den uralten Schwindlergott anbeten, schon erwarten? In letzter Zeit ist es um die Heiden ziemlich ruhig geworden, aber Artemis hat irgendwas von seltsamen Vorfällen im Südviertel gefaselt. Außerdem gibt es Gerüchte über Einbrüche und nächtliche Wolfsgeheul. Dieser Gang führt in die richtige Richtung. Ich rieche es. Pflanzen und Verwesung. Es ist weder einfach noch besonders klug, die Heiden zu bestehlen. Irgendwie sind sie und ihre seltsamen Kreaturen nicht gut auf mich zu sprechen. Wenn ich die Sache hier hinter mir habe, dürfen die Hüter ihren Teil der Abmachung erfüllen. Ich riskiere meinen Hals nämlich nur ungern für nichts und wieder nichts. Von einer mumifizierten Hand kann man schließlich nicht leben. Das stimmt wohl. So, Anspruch. Gucken wir hier nochmal eben. Das ändert sich aber soweit nicht. Ausrüstung. Lärmpfeil kennen wir. Moospfeil kennen wir auch. Das kennen wir alle auch. Super. Die Ölflasche will ich immer nochmal testen. Start. So, das erinnert ja schon sehr an Victoria und ihre Pflanzenwachstumereien. Aber gut. Oh. What'd you stop for? Shh, I'm trying to listen. You never know, could be something up ahead. You mean like the silver nuggets you said was down here? What? I said I heard there might be silver or gold in some mines, maybe around here. Yeah. But, I heard there might be something else too. Like what? Like, maybe some strange people down here. Like, maybe they don't want no visitors. Don't want anyone knowing they're here. Aw, Taffet, Bert. You don't mean you brought us into pagan territory. Pagans? Taffet, cripes. I thought I smelled something off. Let's beat it. If they find us here. About that. We can't beat it. Cause we've lost. But I'm open to suggestions. And, we should try to keep it down, okay? But we ought to send one of us up ahead. Make sure it's all clear. Well, I ain't going. No tiff-taffing way. We do eeny meeny for it. Ready? Eeny meeny miny. Oh, never mind. I'll do it. You watch my back. Here I go. All this for some taffing silver nuggets you ain't even sure it's here. Good luck. I'm watching your back. Yell if you see any pagans or gold. Ich will die Goldstücke. Aber lustig, dass die den Weg verloren haben, so direkt neben dem Ausgang. So, mein Freund. Wo gehst du hin? Geahnt, dass der hier anfängt zu patrouillieren. Hey, I'm pretty sure I seen that. Damn it. Du hast nichts gesehen.
What a jerk I am. There ain't nothing here. Richtig. Come to think of it, I'm not even sure I saw anything in the first place. Richtig. So, wo gehst du jetzt hin? Ach, die haben so komische Viecher gesehen. Hau zu! Das war die perfekte Gelegenheit. Okay, das ist ein Heide. Ich war das nicht, ne? Da liegt ja was. Beute. Verschleppen wir mal eben schnell unsere Opfer. Das ist ja gar nicht mal genau genommen. Unsere Opfer sind, sondern... Die haben sich ja gegenseitig geprügelt. Er sieht so aus, als wären die Heiden ein wenig aggressiv. Feuerpfeil. Feuerpfeile fügen ihren Gegnern schwere Brandverletzungen zu. Darüber hinaus können sie mit Feuerpfeilen Ölpfützen in Brand schießen. Das ist eine nette neue Kombimöglichkeit. Die kennen wir noch gar nicht. Aha. Wirkt etwas bedrückend hier. Wow, toll. Okay, da oben höre ich zumindest jemanden. Eine Karte. Ah, okay, wir können hier einmal rum und dann müsste gleich ein neuer Feuerplatz kommen. Hier noch irgendwas dabei? Ne. Was bist du? Gibt es einfach nur ein wanderndes Licht. Sehe was blinken im Dunkeln. Dankeschön. Da sehe ich ein paar Waffen. Eine Ratte. Givers enchantment and beset them minds. Yes? Then the man fools, thinker they be's acting of them own free will, does whatever we wants. Ha! Stupid, weaksy man fools. And then? Then, after the magics wear off, the damage be's done, and if there be's a problem. Larkspur seals them deal with more other persuasions. Yeah, or Hebe's just kills them. Sorry, Madame, aber das wird mir hier ein bisschen zu gefährlich mit euch. Okay,
Okay, die Waffen von denen kann ich gar nicht mit aufheben. Ich hole mal eben den Moospfeil hier. Jetzt gehen wir erst nochmal wieder zurück. Fisch will ich nicht. Ich will die Beute. Fangwort. Stelle er sicher, dass mir Blättchen die Karte des heiligen Platzes vor Sonnenuntergang bringt. Er darf keine Zeit verlieren. Ich und sich nicht wieder in der Kanalisation verstecken. Aha. Aber Hinweis. Was ist denn jetzt? Achso, das sind alle Aufgaben, auch mit den Golddingern. Hinweis, der Heideblättchen hat eine Karte, er ist vermutlich in der Kanalisation. Oh, wow. Gut, dass du mit dem Rücken zu mir stehst. Ciao. Ist ja einigermaßen dunkel, ne? Eigentlich müssten wir von hier gekommen sein. Da liegt noch ein Zettel. Kresse und Tabak. Solltet ihr in den Minen jemanden entdecken, der kein Heide ist, so möget ihr ihn töten und sein Fleisch dem Blutkraut zum Fraß vorwerfen. Auch das wird nicht entdeckt werden. Auf das wir nicht entdeckt werden. Mann, was ist denn heute los? Ich glaube, ich starte schon relativ müde ins Let's Play heute. Ich habe gewusst, hier kann man hoch. Das habe ich doch richtig gesehen gehabt. Oh nein, ich habe schon wieder den Fliegebug. Nein. Fuck. Oh nö. Ach, scheiße. Kann man das irgendwie lösen? Ich fliege nämlich schon wieder. Yay. Woo. Ich glaube, ich muss mal eben einen Hauptspeicherpunkt anlegen. Obwohl, wir haben ja mehrere Safe Games, ne? Eigentlich, wenn ich jetzt einmal Safe speichere und dann lade, dann habe ich ja immer noch den anderen. Ich weiß noch nicht welchen. Gucken, vielleicht klappt es ja mit Neuladen. Hoffe ich mal. Wow! Okay, es hat geklappt. Ich muss mir nur merken, dass ich danach sehr, sehr hoch springe. Okay, ich sollte nicht an diese Kante dran gehen. Diese Kante ist blöd. Wir können den Bug reproduzieren. Das ist auch schon mal was. Manchmal ist das so. Bei manchen komischen... Wow, ich habe immer Angst, dass ich Schaden kriege, wenn ich so... Komme ich denn hier hoch? Oh! Ja, wenn das so einfach ist. Warum denn nicht gleich so? Na, was sehen wir denn da? Mist, komm. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob man hier noch weitergehen soll. Ich werde es mal versuchen, aber vielleicht sterben wir jetzt auch. Okay, wir kriegen keinen Schaden. Ich glaube, da oben sollte man nicht weiter. So. Bis hierhin waren wir, ne? Ne, bis da vorne sogar schon. Bis hier. Okay. Ah, hier ist die Kanalisation. Gut zu wissen. Unser Kartenmensch ist also auch irgendwo hier.
Ich höre dir trapsen, mein Freund. Da oben. Ist... Wow. Wow. Möchte ich mich mit dir anlegen? Ich glaube nicht. Ich fürchte, diese Dinger kann man auch nicht K.O. schlagen. Wie wäre es, wenn wir uns... Boah, eigentlich müsste ich hier links hochkommen, wenn der gerade zurückgeht. Müsste ich ja hier links die Leiter benutzen können. Gucken wir mal. Aber eigentlich will ich da oben erst Licht ausmachen. Das treffe ich von hier unten nur nicht. Gehe ich also erstmal in die andere Richtung. Das ist eine große Tür, die kriege ich aber so nicht auf. Komme ich da wohl hoch? Wow! Meisterkletterer. Schneller! Schneller! Ich häng fest! Ich häng fest! Boah, war das knapp. Boah, dieses Rohr ist ja richtig scheiße. Nothing to see, see. Nothing at all. Ich glaube, ich komme hier auch gar nicht wieder weg. Oh. Das lang, ganz langsam komme ich, glaube ich, hoch, oder? Nee, auch nicht so richtig. Vielleicht kann ich hier rüber wieder raus. Nee, ich hänge hier in irgendeinem Loch fest. Nee, keine Chance. Ich komme nicht weg. Neuladen. Oh Gott. Das Level ist aber ein bisschen buggy, muss man ja schon mal sagen. Also wirklich. Liebes Spiel. So ja nicht. So haben wir nicht gewettet. Oh, ich fliege. Oh, Spiel. Was ist denn da los? So, neu laden. Ich fliege nicht, sehr gut. Ich bin oben. So, nochmal aufs Rohr gehe ich aber nicht. Hola, Madame. Uh-oh, something's beat what? Is that a kitten scratching me? Ich glaube, das Spiel mag mich gerade nicht so richtig. Der hat bemerkt, dass die Truhe offen ist, ne? Warum sind die doch immer so schlau? Ich bin beeindruckt. So. Truhe wieder auf, damit ich gleich weiß, dass ich das schon gelootet habe. Okay, da hätte man also auch runtergehen können. Mine. Sprengen Sie Ihre Gegner mit Mine in die Luft. Werfen Sie die Mine dazu einfach auf den Boden. Sobald die Mine liegen bleibt, ist sie scharf. Das klingt sehr brutal. Ja, wir dürfen in diesem Teil ja deutlich mehr Leute aktiv ausschalten.
als in den anderen Teilen, oder in Thief 2, wohlgemerkt. Der Schwierigkeitsgrad ist hier einfach nicht so ausgeprägt wie dort noch. So, ich muss mal eben die Fackel da loswerden. So jumpy if something was there. We'd nose it by now. Jetzt müssen wir aber noch auf sie wieder warten. Er hat also die Karte. Huh. Oh, schick. Kann so ein bisschen durchs Level gucken. Oh, Leafers, you'll be stupid. Just take you these maps to them shaman. Me's not stupid. Me can guard see something. Let me guard the paw. No, Leafers. You be's not brave enough. Just bring see the map to Woodbine. That be's no job. No job at all. So me just staying in them sewers. Hey, something just left them torch. He's very, very weirding. Boah, hab ich Glück. Wow, hab ich Glück. Why bees you hiding? Bees you afraid? Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ihr habt nichts gesehen. Blöde Kelch. Genau, das wäre die Karte gewesen. Suchen jetzt aber lange. I best get on with things. There be's nothing I see here. Mhm. Dann geh doch auch. Oh, da kommt er wieder. Du Glück, Frau. Erhalten. Karte. Aha, das ist die Karte also vom Heiden-Heiligtum. Cool. Nehme ich gerne an mich. Jetzt müssen wir sie noch loswerden. Das Viech da unten möchte ich am liebsten gar nicht erst begegnen.
Und meint nichts mitbekommen. Na, ja, sieht gut aus. So, wir müssen noch einmal hier rüber. Sehr gut. Und jetzt von hier nach hier. Bevor er wiederkommt, verschwinden wir nach oben. If it be the semi-moons, then planters mees them elegantines, or sweetbriar, or goodsyvine. Yeah, and reapers them on the season's endings. An alle Schamanen. Wer Jagdnals Tatze besitzen will, muss zunächst das Ritual der Wurzel über sich ergehen lassen. Niemand kann die Tatze tragen ohne dieses Ritual, ein Ritual, das nur auf Schamanen, nur in Schamanen bekannt ist. Die Tatze wird jedoch vernichten. Ach, die Tatze wird jeden vernichten, der es wagt, sie ohne das Ritual an sich zu reißen. Dies musste der törichte Mopsblatt am eigenen Leibe erfahren. Möge uns sein Tod für alle Zeiten eine Lehre sein. Oh, geht noch weiter. Hab ich gesehen. Ach, Schamane Greisblatt. Wow. Neue Aufgabe. Lernen Sie das Ritual der Wurzel, um Zugang zur Jagdnals Tatze zu bekommen. Der Schamane kennt das Ritual. Sie sollten ihn also aufsuchen. So, da oben sehe ich einen wertvollen Kronleuchter. Was? Geht doch. Mich doch gar nicht gesehen gehabt. Was ist denn da heute los? Ich glaube, das Spiel mag mich heute nicht. City fools, bildering badness, foe of the pagan. Here's me that. So. Erstmal Ruhe hier. Versuchen wir das nochmal. Jetzt, komm. Scheiße. Du bist nur noch von hier, oder? Ja, war's doch. Komm. Mist. Hä? Jawohl. Dich will ich haben. Weg damit. Mhm. Kann ich auch wahrscheinlich gleich von da ausschalten. Oh, ich sehe dort eine Truhe. Shit. So schwierig da rumzulaufen. Ciao, Fisch.
Da sehe ich noch einen Rubin. Hallo, Sonja. Sorry, bin zu Hause. Weiß nicht, wie lange ich noch wach bin. Kein Ding, Sonja. Kein Stress. Du hast ja auch gerade ein bisschen was Besseres zu tun, würde ich mal vermuten. Ah, hier komme ich her. Okay. So, wie komme ich jetzt zu der Truhe da hinten? Wahrscheinlich muss ich elegant balancieren. Was ja auch total meine Stärke ist. Die beiden Dinger kann ich nicht wegwerfen. Yes! So. Hier entlang. Wie geht's denn, Sanja? Alles gut soweit? Alle heile zu Hause angekommen? Soll nicht, ich fliege wieder. Ne, ich hänge an irgendeiner Ecke fest. Oh Mann, Spiel! Fliegen tue ich nicht, aber ich hänge in der Ecke. Och nö. Ach, boah, geschafft. Puh. Okay, diese Tür können wir nicht öffnen. Da war der Sprung aber schon gefährlich. Montag. Wir haben uns mit den, nennen wir sie aus Sicherheitsgründen H, geeinigt, also Hamariten. Sie dürfen unseren Garten benutzen und ein Bursche namens Sense kümmert sich um die Pflanzen. Ich weiß nicht, warum meine Gemahlin und ich so gönnerhaft waren, aber die Pflanzen, die Pflaumen, die diese Frau gebracht hat, waren einfach zu köstlich. Samstag. Das Abendessen war eine Katastrophe. Der Brotaufstrich war zwar köstlich, aber kaum hatten wir uns gesetzt, fing diese alte, geschwätzige Loma an zu schreien und sprang von ihrem Stuhl. Sie zeigte aus dem Fenster und sagte, jemand würde sie beobachten. Ich wollte sie beruhigen, aber dann begann dieser jemand zu jaulen. Alle liefen in Panik davon und Harriet brach in Tränen aus. Montag. Ich will Harriet nicht beunruhigen, aber ich traue mich nicht in den Garten. Früher habe ich dort immer nach dem Rechten gesehen, aber neuerdings bin ich in meinem eigenen Garten ein Unerwünschter. Fremder, der den Großteil der angebauten Pflanzen noch nie gesehen hat. Wozu brauchen sie all die Leute? Als ich fragte, warum sie in meinem Garten ein Loch gegraben haben, hat mich Sense nur angesehen. Sein Blick ging mir durch Mark und Bein. Donnerstag. Ich werde Sense zur Rede stellen. Ein Mann sollte sich in seinem eigenen Garten aufhalten können, ohne Angst zu haben. Und was ist mit unseren Möhren und Äpfeln? Die Abmachung mit den Heiden hat sich nicht bewährt. Und jetzt ist endgültig Schluss. Von all den Fremden, die in unserem Garten ein- und ausgehen, war nie die Rede. Und von diesen schrecklichen Dingen erst recht nicht. Ja, waren das nicht die Hamariten, sondern die Heiden. Okay. Ich will gar nicht so viele Breitkopfpfeile. Naja, ich nehme, was ich kriegen kann. Heil, ja, hab halt nur noch die Schmerzen. Achso, ja, aber das geht doch. Das geht doch. Vorbei. Wollen wir mal Breitkopfpfeil-Kill versuchen? Naja. Das war ein bisschen ungünstig, der Sprung. Ich gebe es zu. Vielleicht muss ich da rennen, um rüberzukommen. Sonderer, Ivy's hearing you. Yes. Likes this? I'd like
Funktionieren tut's ja. Dann gehen wir doch erstmal hier lang. Kommen wir denn hier hin? Die Leiter habe ich eben gar nicht gesehen. Nicht wirklich irgendwo hin, wo wir was tun können anscheinend. Hm. Jetzt müssen wir unten lang gehen. Wo wir so grazil runtergefallen... Hör auf, die Leiter zu benutzen. Wo wir so grazil runtergefallen sind. Das sind irgendwie so alte Ruinen hier einfach nur, ne? Mit dem Pfeilschießen klappt ja. Ich gehe erstmal. Ich würde gerne erstmal hier lang gehen. Boah, sind hier viele Wege. Wow. Ich verlaufe mich ja bald. Gute Nacht, Madame. Was haben wir da unten? Das Level wird komplexer, als ich erwartet habe. Mann, hier geht's aber sehr tief runter. Oder ist es der Anfang wieder? Oder es geht hier sogar weiter. Das kann natürlich auch sein. Uiuiui. Hier sind aber ein paar mehr Wege. Kommen Sie mal mit. Brauchen wir ein bisschen meine Ruhe hier. Dinge weit wegschmeißen ist immer sehr gut. Macht es nämlich hier bei mir keinen Krach. Alles nur Müll, ne? Hopp. Bei mir? Oh, bei mir ist eigentlich auch alles ganz gut. Ich bin nur dafür, dass ich eben erst angefangen habe. Leider schon ziemlich müde eigentlich. Vielleicht wird der Stream heute nicht so lang. Mal gucken. Andale Schamanen. Okay, Tatze kennen wir. Kommen wir hier zur Ritualstelle? Ich glaube, da habe ich ein riesiges Viech gesehen. So.
weiß nicht, ob das schlau ist, dass ich die Sachen hier wegnehme. Ich verfolge das Biest mal einmal rundherum. Und schaue mal, was es denn hier alles so gibt. Der ist ganz schön schnell. Okay, wir haben zwar einen Ritualplatz gefunden, ich weiß noch nicht, wie das Ritual geht. Wo ist da vorne was an dem Baumstamm? Achso, ich muss das Ritual durchführen damit. Das Ding freigegeben wird, okay, alles klar. Dann kommen wir hier später wieder hin. Wenn ich herausgefunden habe, wie das funktioniert. Nö. Hä? Boah, ich bin so unfähig im Laufen. Das ist sehr gut. So, Madame, wo willst du hin? Das Ritual der Wurzel. Erlege drei Geschenke in die Pfahlwurzhöhle auf den Markierungen am Opferaltar. Möge er sie ausbreiten. Zuerst stelle er das Wasser auf den... Was ist denn los? Bäumt sich was in meinem Hals auf. Zuerst stelle er das Wasser auf den Altar, auf das es die Herzeiche für die Tatze aufsaugen möge. Dies ist die erste und gleichsam älteste Gabe des Waldfürsten. Möge das Wasser die Pflanzen, die Vögel und Füchse und das Volk der Waldmenschen nähren. Breite er dann das Moos auf dem Altar aus, auf das er die Herzeiche für die Tatze aufnehmen möge. Dies ist die zweite, die grünste aller Gaben des Waldfürsten. Möge das Moos die Bäume nähren und die Erde beglücken. Opfere er zuletzt das Blut oder Fleisch auf den blutigen Markierungen, auf dass es die Herzeiche für die Tatze verzehren möge. Dies ist die dritte und gleichsam größte Gabe des Waldfürsten. Möge das Blut der Lebenssaft der Menschen sein, auf das Ihr Herzen für alle Zeit pochen mögen. Okay. Wasser, Moos, Blut, Fleisch. Also Blut, Fleisch. A ritual for Jack Knoll's paw, huh? Looks like I'm on the right track. Neuer Auftrag, neuer Hinweis. Oder Auftrag erfüllt. Mal kurz. Genau, ich habe das Ritual gelernt, alles klar. Neuer Hinweis. Um das Ritual der Wurzel zu beenden, müssen Sie Moos, Wasser und Blut auf den Markierungen am Opferaltar in der Pfahlwurzhöhle opfern. Wie opfere ich dort Blut genau? Beute. Also Wasser und Moos ist ja easy.
Aber das mit dem Blut, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Was liegt denn da Müll rum? Ist auch Müll, ne? Du warst kein Müll. So, wir balancieren. Ein Buch. Mami weiß nicht, wer die tanzenden Männer sind, aber sie kommen an mein Fenster und flüstern mir etwas zu, wenn ich im Mondschein mein Haar kämme. Sie wissen Dinge aus der Vergangenheit. Mami weiß gar nichts. Die tanzenden Männer wollen, dass ich sie begleite, aber ich glaube, Mami hätte etwas dagegen. Ich verstecke meinen goldenen Kamm in den Dachspalten meines Schlafzimmers. Sicher ist sicher. Sie wollen, dass ich zu ihnen komme. Sie schenken mir Pflaumen und locken mich. Warme Nächte kommen und ein langer, langer Sommer. Die Heiden entführen Kinder. So, wo bin wir jetzt gelandet? Okay, er geht wieder. Alles klar, ich habe hier unten also nicht so mega viel Zeit. Thinkers me them hammerheads put curses on it. Shaman B's the only one with magics to fight the hammerheads. Oh, them priestess, Diane. Yes, but she be's busy with more important works. Eieieiei, hat der Verliehener Blutpflanze gesprochen gerade? Das wäre interessant. Gar nicht gesehen eben. Wie komme ich denn da hoch? Ach, da, oder? Ich glaube, da lang. Nee, hier hinten. Ah, hier ist auch die Brücke schon, okay. Bringt es was, hier hochzugehen? Das ist eine andere Brücke, okay. Ah, ich schaue mich mal da ganz normal unten um. Oder? Warte mal, guck mal.
Schön, dass der Walking-Trick von damals immer noch funktioniert. Tatsache ist da was. Spezielles Beutestück gefunden. Gehört er, was ist das? Kann der ein Gebrabbel kaum deuten. Ich glaube ja, die haben mich gehört, aber so richtig wissen sie nicht, wo ich bin. So the pagans are preparing for precarious. Someone could have an accident. Wie verursache ich denn einen Accident? Oh. So. Cool. Hat aber nur einen getroffen, leider. Schade. Is that you, Willow? There bees no classes today. Hello? Was für Classes? Ich bin kein Schüler. Ach, die geht jetzt immer von unten nach oben. Slitherings. Is there a sneaksy someone round here? You'll be sorry when I find you. So. Da hast du wohl recht, mein Freund. Ah, hier bin ich runtergefallen. Ah, okay. Jetzt wieder hier hinkommen, glaube ich, ne? Something's you. Ah, ich war gerade zu stark im Licht. Mist, das war so ein kleines bisschen. Naja. Er kam aber auch ungünstig wieder umgedreht gerade. Dann machen wir es einfach ein bisschen schlauer. If I bees find someone, these bees.
Or Slytherins. Not sure. Be's mistaken. Oh, what noisings there? Krass, die hören, wenn ich meine Pfeile durchgehe. Die sind ja immer, die werden ja immer schlauer. Something's. Oh, come on there. Who be's that? Okay. Wo rennt die hin? Sie war immer noch am Suchen, das war das Problem gerade. Don't be fearsy. I be's not bites. Ich hab mich versteckt. Ich hab noch so viele tolle Spielsachen dabei. Gasbombe. Just one of them strange nights. Wishing I could help, but I can't. Was ist das, you bees? Wenn man die nicht genau von hinten trifft. Ah! Oh, ist das nicht egal, ob die einen Knüppel an der Seite bekommen oder auf dem Hinterkopf? Manchmal erwische ich die ganz blöd von der Seite und dann bringt das nichts mehr. Ibis looked and looked and still no murderer to find. Probably they ran off. So, dann gucken wir es aber nochmal vernünftig jetzt. Hey, dreh dich nicht um. So. Wird knapp. Hat aber geklappt. So. Wir haben unsere Ruhe. Gucken wir uns doch mal geschwind um, was wir denn hier so finden können oder auch nicht finden. Hier rübergehen will ich erst noch nicht. Ich habe nämlich hier noch ein paar andere Ecken zu begutachten, so wie diese hier. Ah, hier rüber hätte ich irgendwie. Ah, hier hätte ich runtersneaken können. Na, gut, dass ich das jetzt finde. Okay, hier waren wir. Da oben drüber waren wir auch. Hier waren wir noch nicht. Ah, warte doch. Da waren wir wohl. War ich hier denn? Ah, hier war ich. Das ist der ja, hier. Ne, hier sind noch Leute. Okay, warte, ich guck. Oh, wow. Hey, mein Freund. Oh, 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 oh. What? Who be's there? Hä? Der hat mit seinem gezogenen Schwert hat er mich getroffen. Hat mich nicht gesehen. Wie geil ist das denn? Hidings, eh? Be's you afraid of a fight?
gets him. Mein Knüppel war zu sehen. Ich hätte gedacht, das klappt. Da halte ich meinen Knüppel einmal einen ran und schon geht's nicht mehr. Schweinerei. Schweinerei. So, wo waren wir jetzt eigentlich gerade? Aber wir waren hier, ne? Nee, hä, bin ich gerade verwirrt. Ach ja, genau. Der hat uns gerade gekillt, beziehungsweise gesehen. Komm in die Ecke. So. Hier ist dunkel genug für dich. Da ist eine Truhe. Mit nichts drin. Ah, das ist die andere Seite. Sehr gut. Also ich muss schon sagen, das Thief 3 hat ein ziemlich cooles Level-Design. Mit sehr zirkulären Leveln. Man kommt oft da wieder an, wo man schon mal war. Das finde ich ziemlich beeindruckend. So, er kann von da oben gerade ziemlich weit gucken, was nicht so gut ist. Aber er dreht ja bestimmt gleich wieder um. Oder wir machen es vorher noch schnell. So, jetzt kann ich nämlich diese Tür knacken. Es sind immer noch 90 Grad Winkel, also immer noch oben, unten, links, rechts an möglichen Stellen. Das macht es nicht so schwer, aber vielleicht kommen wir noch ein paar. Kompliziertere Schlösser. Kein Feuerfall. So, komm. Und das war der letzte. Spezielles Beutestück. Bronzekäfer. Es fehlt immer noch das Blut. Oder irgendein, was blutähnliches. Und ich meine, er hätte von einer Blutpflanze gesprochen. Das wäre natürlich sehr gut. So, da oben höre ich schon jemanden. Da hinten läuft sie. Ich würde mal vermuten, sie kommt jetzt an uns vorbei wieder, ne? Irgendwann mal. Ich traue mich noch nicht, durchs Licht zu gehen. Genau dann dreht sie bestimmt um. Okay, dass sie so dicht an der Wand lang läuft, habe ich jetzt nicht geplant gehabt. What? Hobies? Is there something moving over there? Ja, sie hat uns nicht gesehen. What? Gentle. Okay, das geht natürlich nicht mehr, weil sie uns schon gesehen hatte. Warum geht denn so dicht an der Wand entlang? Ich wollte mich eigentlich wieder an die Wand pressen und dann quasi aus dem Rücken oder aus dem Schatten heraus agieren. Na gut. Dann marken wir das anders. Presse ich mich halt hier an die Wand. Guten Tag, Frau. So. Warte mal, hier oben, unten waren wir doch auch schon. Müssen wir hier nochmal balancieren?
vielleicht, um hier hinzukommen. Ja, aber hier können wir auch nichts machen. Hier hätten wir reingekonnt, wenn wir das Schloss nicht aufbekommen hätten, würde ich mal vermuten. Brauche ich noch irgendeinen Blutersatz oder so? Vielleicht muss ich einfach nur einen von den Heiden dahin schmeißen. Da geht's runter in das Ding, ne? Okay, wir gehen nochmal ein bisschen rum und gucken nochmal, ob wir noch einen vergessen haben. Einen Raum oder so. Und ist ja das komische Monster rum. Oder wir gehen mal nach unten und testen einfach. Ob wir schon was machen können da. Komm, wir gehen mal runter und gucken. Hier kommen wir her, ne? Also von ganz am Anfang, meine ich. Ja. Dann gehen wir mal runter. Frage ist, kriegen wir das Biest unten im Keller kaputt? Vielleicht mit einem Feuerpfeil. So, runter geht's auf jeden Fall hier. Also man kommt in den Levels auch immer sehr schnell von A nach B. Ist der Flasche okay. So. Wollen wir mal gucken, ob wir das Biest besiegen können. Mit einem Feuerfall. Oh, der Feuerfall macht uns gar nicht weiter sichtbar. Ah, sobald wir ziehen, werden wir sichtbar. Okay. Das ist besser. In dem alten Spiel wurden wir sofort sichtbar. Wir schießen ihm in den Rücken. Weil wir so mutig sind. Ich möchte das jetzt nochmal für einen Test benutzen. Wenn das so einfach ist, den kaputt zu bekommen. Also nur ein Feuerfallschuss, mehr ist es ja gar nicht. Reicht dann vielleicht ein Breitkopffall? Das wäre deutlich billiger. Oh, einer nicht ganz, aber trotzdem wesentlich billiger als ein Feuerfall. Ist okay. So, Wasser. Soll ich drauf schießen oder? Jo! Das war Nummer 1. Ein Moospfeil, bitte. Das war Nummer 2. Wow, ich sehe das Zeichen nicht mehr. Und wie mache ich jetzt Blut? Komm mal her, mein Freund. Ah, die kann ich nicht aufheben. Wir haben hier hinten noch irgendwen anders, ne? Wo bist du? Da, ne? Hey! Komm mal mit. Ups. So ein Krach. Ich bin ein Secret-Einbrecher. Ist ja gut. Nicht so ein Geheule. Wie lange hält denn der Moospfeil an? Hört er gar nicht mehr auf? Genau. Schmeiße Blitzbombe. Ducken. Hey, da hast du Blut.
ist doch 1A Blut. Ah. Da musst du echt volle Kanne drauf landen. Alles klar. Katze gekriegt. Jack Knoll's paw. Well, I guess he's not using it any longer. Nope. So, wir gucken mal eben schnell in die Aufgaben. Wir müssen alles gemacht haben und verschwinden. Sehr gut. Aber die Mission in einer Stunde 20. Ja, komm, das lasse ich nochmal als eine Folge. Das ist ja jetzt ja unter anderthalb Stunden. Das ist okay. So. Wir kamen irgendwo von hier, ne? Ne, warte, von hier kamen wir gar nicht. Was laber ich denn da? Kam von da. Ach Gott, das ist derselbe Raum. Hä? Ich bin verwirrt, wo komme ich her? Wo bin ich? Soll ich mal einmal rüberlaufen? Ich bin so kreuz und quer gelaufen eben. Eben habe ich es noch gefunden, jetzt kriege ich es nicht mehr hin, oder was? Kann doch wohl nicht sein. Hier war der Raum, genau. So. Hier ist der Raum. Ah, hier kann ich rüber. So. Da lang. Hier rechts rein. Und da hinten ist der Ausgang. Tada. Und wenn ich das richtig gemacht habe, dann wartet hier auch niemand mehr auf uns. Außer das Riesenviech natürlich. Ah, da unten kommen her, ne? So. Hier lang, da lang. Und da ist der Ausgang. Mission beenden. So ja. This is the Jack Knoll's paw. The keepers will be happy. But I doubt the Pagans will be as pleased. There are more of them in the city than anyone knew, and now their secret's out. I just hope that when they go hunting for their property, they don't come looking for me, too. Das ist also Jack Knolls Tatze. Die Hüter werden begeistert sein, die Heiden vermutlich weniger. Wer hätte gedacht, dass immer noch so viele Heiden in der Stadt sind? Niemand. Tja, aber jetzt sind sie aufgeflogen. Ich kann nur hoffen, dass sie auf der Suche nach ihrem Eigentum nicht bei mir nachfragen. Statistiken. 70% Beute gesammelt. Wo lag das Zeug denn überall noch? Einmal entdeckt worden? Na egal. Na egal. So, dann würde ich mal sagen, YouTube, wir machen hier einen Folgenbreak. Twitch, wir machen nochmal eine Mission weiter. Und dann sehen wir uns. Auf YouTube übermorgen wieder. Nicht den Kopf verlieren. Ciao.